Ja, servus. Heute tun wir ein bisschen das Thema Dämpfer behandeln. Was für Probleme können beim Dämpfer auftauchen? Wir beschäftigen uns gerade mal mit dem Einbau, Ausbau, wenn der Dämpfer zum Beispiel nicht richtig anspricht oder die ganze Zeit durchschlägt, woran kann es liegen? Wenn ich ihn ausbauen will, gibt es oft die Probleme, ich kriege ihn nicht gescheit raus oder beim Einbau, es passt nicht mehr, ich kriege ihn nicht mehr reingedrückt. Mit dem Problem beschäftigen wir uns mal heute. Ich fange jetzt einfach mal an, ihr wollt euer Dämpfer ausbauen. Dreht die Schrauben locker und ihr merkt schon, ich kriege den oben zwar raus zum Beispiel, aber unten nicht. Das gleiche kann auch oben passieren, er geht oben nicht raus oder bei beiden geht überhaupt nichts. Es kann sein, dass jetzt nicht nur bei diesem, sondern so bei vielen Modellen, da muss ich einfach hier die Lager ein bisschen rausdrehen, dass ich hier oben mehr Spiel habe. Dann kriege ich den normal oben raus und unten, bei dem Modell ist es jetzt so, der klemmt da hier zwischen diesen zwei Befestigungsplatten. Da habe ich auf der anderen Seite zwei Schrauben. Und wenn ich die ein bisschen rausdrehe, dann habe ich mehr Spiel zwischen den Platten. Und dann kriege ich den Dämpfer auch leichter raus. Weil sich viele dann wundern, ah, warum geht der Dämpfer nicht raus? Einfach mal schauen, dass ich die Ding rausdrehe. Wenn es dann immer noch nicht geht, vielleicht irgendeine Schraube vergessen, vielleicht irgendwas, was noch dazwischen ist, was klemmt, irgendein Dreck drin, man weiß es nie. Aber normalerweise sind es meistens so Sachen, dass man hier ein bisschen mehr Spiel zwischen den einzelnen Bauteilen braucht. Ja, dann bei vielen, ganz grundsätzlich, wenn der Dämpfer durchschlägt die ganze Zeit, liegt es meistens immer dran, entweder komplett falsche Feder verwendet. Wir haben jetzt hier eine 450er mal 3,0 Feder drin. Die wäre jetzt ungefähr geeignet für 70 Kilo. Wenn jetzt natürlich mit dem Fahrrad einer fährt, der 80 Kilo wiegt, dann wäre das natürlich, dann wird höchstwahrscheinlich bei größeren Sprüngen die ganze Zeit der Dämpfer durchschlagen. Da müsste ich dann natürlich entweder die Feder extrem spannen, was allerdings auch vom Fahrverhalten dann immer ganz so toll ist, oder halt dann wirklich eine passende Feder rein. Mehr dazu zu Dämpferhärte, Feder einstellen, ganzen Einstellmöglichkeiten am Dämpfer haben wir noch in einem anderen Video. Und sonst beim Einbau oder Ausbau können gar nicht mehr Probleme auftreten. Einfach immer schön schauen, habe ich hier genügend Spiel? Kann ich den hier überhaupt rausziehen? Sind alle Schrauben draußen? Was auch vielleicht noch wichtig ist, man sollte natürlich vorher die Federspannung hier rausnehmen, weil wenn die Feder gespannt ist, ist es natürlich logisch, dass es ziemlich schwierig ist rauszubekommen. Oder er dann halt wirklich ruckartig rausspringt und das ist dann natürlich auch nicht schlecht, weil ich weiß nicht, hier ist eine 3er Inbusschraube drin, wenn uns die abbricht oder so Sachen, das wäre nicht so gut. Was ich auch noch sagen will, wenn man am Dämpfer rumhantiert oder so, ist ein Drehmomentschlüssel schon sehr ratsam, weil gerade hier ist der richtige Drehmoment wirklich sehr wichtig. Und wenn ich hier einfach ein gescheites Werkzeug habe, klar, es wird funktionieren, aber mit dem richtigen Drehmoment, wenn man mit dem arbeitet, ist immer noch besser. Ja gut, das war's soweit schon. Falls ihr noch Fragen habt oder ihr ein Problem mit eurem Dämpfer habt, schreibt es in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Servus!